10 Jahre nach der Finanzkrise gelten die sogenannten ETF als die Stars bei der Geldanlage. Sie sind an der Börse und nehmen steigende Kurse mit, gelten zugleich aber als sicher. Besonders bei den Deutschen, die sehr auf Sicherheit achten, kommt das gut an. Anlageexperten und Verbraucherschützer preisen ETF als das Sparbuch für kleine Leute in diesen Zeiten. Aber auch bei diesen neuen Stars kann es gefährliche Anlageprodukte geben. Etwa ein Viertel sind sogenannte synthetische ETF. Dort gilt erhöhtes Risiko und besondere Vorsicht. Vorsicht, Geldanlage, wie die eigentlich sicheren ETFs jetzt gefährlich werden. So ein aktueller Beitrag bei Plus Minus, den ich als Anlass nehmen möchte, über das Thema finanzielle Bildung zu sprechen, um auch das Gesagte hier in einen vernünftigen Kontext einzuordnen. Zunächst einmal sollten wir uns klar machen, dass Indexfonds, genauso wie klassische Investmentfonds, grundsätzlich der gleichen Regulierung unterliegen. Das heißt, das wesentliche Risiko, das sie tragen, wenn sie Investmentfonds erwerben, seien sie börsengehandelt, sei es klassisch über die Kapitalverwaltungsgesellschaft, das liegt darin, in welche Wertpapiere der Fonds investiert. Also, ein Geldmarktfonds hat naturgemäß weniger Risiken als beispielsweise ein Investmentfonds, der in Schwellenländeraktien investiert. Und dabei spielt es keine Rolle, ob diese Wertpapiere passiv administriert werden, wie wir es in einem ETF haben, oder aktiv verwaltet werden, wie sie es in vielen typischen Investmentfonds haben. Wenn wir nur nochmal das Video genau anschauen, dann sind wir uns, glaube ich, einig, dass Indexfonds, genauso wie normale Investmentfonds, sicherlich keine Sparbücher sind. Und wir sollten uns auch klar machen, dass die Swaps und die Nachteile dieser Swap-Konstruktion, die man hier gezeigt hat, nicht ganz so übernommen werden sollten und vielleicht auch mal reflektiert werden sollten, wenn wir es hier mal in den Kontext setzen. Ich habe Ihnen dementsprechend mal eine Übersicht mitgebracht, ganz einfach von der Webseite eines Fonds, der hier im Beitrag gezeigt wurde. Das war ein globaler Indexfonds, der den MSCI World abbildet von DBX Trackers, also der Fondssparte der Deutschen Bank. Und wenn wir schon hier drauf schauen, direkt auf der Internetseite, dann stellen Sie fest, die Art der Indexreplikation ist sehr gut aufgeführt. Wir sehen direkt, es ist eine indirekte Replikation durch einen Swap. Mit wem werden denn nun diese Zahlungsströme ausgetauscht? Auch das können Sie hier direkt sehen. Die sogenannten Swap-Kontrahenten sind entsprechend aufgeführt und man sieht hier auch das Netto-Exposure, wie die Fachleute sagen, des Fonds. Hier gab es auch zum 1. März 2017 eine neue Richtlinie, die diesen Ausgleich auf Tagesbasis vorschreibt. Aber was ist noch wichtig, was hier in diesem Beitrag komplett untergegangen ist? Nun ja, Swaps haben das Thema, dass sie gegebenenfalls sogar Erträge generieren können. Und das sehen wir auch hier sehr konkret. Wir stellen fest, der Fonds hat eine Verwaltungsvergütung von 0,42%. Dazu kommt eine Fixvergütung von 0,1%. Also die Gesamtvergütung beträgt 0,52%. Das heißt, das sind die Kosten, die der Anleger des Indexfonds hier zu tragen hat. Noch dazu kommen die impliziten Kosten, die daraus entstehen können, dass der Index nicht 1:1 abgebildet werden kann, weil es sich um eine Vielzahl von Wertpapieren handelt, was administrativ natürlich nicht ganz einfach ist. Jetzt sehen Sie Folgendes. Dadurch, dass wir hier einen Swap haben, generiert der Fonds einen Ertrag aus diesem Swap. Man sagt hier die Renditeverbesserung durch den Swap. Das liegt bei 0,43% und das wird gegengerechnet gegen die Kosten, die der Fonds selbst verursacht. Und dann sehen Sie schon, dass wir durch den Einsatz des Swaps eine veränderte Kostensituation haben. Die Kosten sinken von 0,52% auf 0,09%. Also die Kosten reduzieren sich um rund 80%. Und das ist ein wesentlicher Aspekt. Die Darstellung, die Regulierung von Swaps innerhalb von Investmentfonds wurde in den letzten Jahren seit der Finanzkrise wesentlich neu geregelt. Das heißt, es ist mit Sicherheit deutlich besser aufgesetzt als vor 10 Jahren. Noch dazu haben wir die Thematik, dass die professionellen Investoren sehr genau hinschauen, wenn Swaps im Einsatz sind. Das heißt, sie zwingen auch die Anbieter hier eine entsprechende Qualität zu liefern. Dementsprechend einiges, was in diesem Beitrag gezeigt wurde, das reflektiert ein bisschen die Vergangenheit. Und noch dazu müssen wir uns klar machen, dass wir niemals unser Kapital aus der Hand geben, sondern der Fonds hat immer das Kapital, sondern wir haben lediglich diesen Austausch von Zahlungsströmen zugrunde liegen. Jetzt wird ein bisschen der Eindruck erweckt, als würden die Banken in diesen Indexfonds, die mit Swaps operieren, nur schlechte Wertpapiere hineinpacken. Also nach dem Motto, wir nutzen mal die Indexfonds, die wir den Privatanlegern anbieten, so ein bisschen als Mülldeponie für Wertpapiere, die wir nicht haben möchten. Also irgendwelche illiquiden Wertpapiere, wo die Preisfindung schlecht ist, die schwer liquidierbar sind und. Ich habe Ihnen das mal hier mitgebracht nochmal, das können Sie auch direkt auf der Webseite wiederum sehen.
Man sieht hier die Wertpapiere dieses sogenannten Substitute Baskets, also der Wertpapiere, die der Fonds auch wirklich mit dem Geld der Anleger hier entsprechend hält. Sie sehen die Länderverteilung, ungefähr 85% USA, der Rest sind auch irgendwelche Industrienationen und Währungsverteilung auch klar aufgeführt. Und wenn wir mal auf den Wertpapierkorb konkret gehen, den die sich jederzeit anschauen können, dann stellen wir fest, Amazon, Apple, ING, Johnson & Johnson, Alphabet, Salesforce, Berkshire Hathaway. Also sprich, was möchte ich Ihnen damit sagen? Wenn Sie Berichte in den Medien lesen, wenn Sie auch entsprechende Beiträge sich betrachten, dann seien Sie immer auch ein bisschen skeptisch, weil teilweise werden Themen einseitig dargestellt. Man verweist auf die Nachteile. Ja, Swaps können Nachteile haben gegenüber der direkten Replizierung, aber sie können eben auch gewisse Vorteile haben, wie die bessere Abbildung des Indizes, also geringerer Tracking-Error, das ist effizienter. Sie können noch dazu durch den Swap Erträge haben, die die Kosten des Indexfonds entsprechend reduzieren. Und diese Vor- und Nachteile, die gilt es eben entsprechend abzuwägen. Und meine Damen und Herren, das ist auch die Aufgabe eines guten Finanzdienstleisters. Er wird Ihnen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Replikationsmöglichkeiten gegeneinander und gegenüberstellen, wird das mit Ihnen gemeinsam einordnen, sodass Sie eine informierte Entscheidung treffen können, ob Sie überhaupt in die relevante Vermögensklasse investieren möchten. Also möchte ich jetzt Aktien kaufen oder nicht? Und dann die Frage stellen, macht es Sinn, aktiv zu investieren über einen Manager, der sich Gedanken macht? Möchten wir passiv einen marktkapitalisierungsgewichteten Index abbilden, was auch gewisse Nachteile haben kann? Und wenn Sie das geklärt haben, dann geht es darum, will ich das mit einem physischen ETF, will ich das mit einem geswappten ETF, wo sind die Vor- und Nachteile bei den Kosten, bei der Genauigkeit der Abbildung, und dann haben Sie eine transparente Entscheidungsbasis, um das Ganze einzuordnen. Und am Ende des Tages zusätzlich, die Webseiten der Anbieter sind relativ transparent. Als Privatanleger haben Sie halt sehr, sehr viele Informationen schnell zur Hand. Sie können sich solche Themen wie Swaps, Wertpapierleihe und ähnliches sehr genau anschauen. Nutzen Sie hierzu einfach mal die Internetseiten der Anbieter oder achten Sie eben darauf, dass Ihr Berater Ihnen dieses ungefragt zur Verfügung stellt. Das soll es von meiner Seite für heute gewesen sein. Ich darf Ihnen eine gute Zeit wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.